Hallo Freunde und willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir den Korb uns besorgt, die beste Gießkanne, also eine Mithril-Gießkanne, und haben dafür gesorgt, dass wir mal mit dem Korb ein bisschen geerntet haben. Ob es nun wirklich schneller war, kann ich jetzt meiner Meinung nach nicht sagen, aber ja, viele schwören drauf. Des Weiteren haben wir einen Topf gekauft, hoffen wir, denn Küchenmesser haben wir hier oben schon da, aber im Shop wurde uns gesagt, hey, wir kaufen ein Küchenmesser. Na mal schauen. So, heute hat Manna Geburtstag, die Frau von Duke, müsste das sein. Hühnerfutter haben wir besorgt. Wir haben gestern natürlich den Geburtstag eines unserer Nömchen hier verpasst. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm aus meiner Sicht. So. Ja, für die Kuchen mal was ernten. Hastenthaler, kauf dir eine Kuh, Käppchen dazu, Käppchen ein Schweinchen. Ah ne, Hastenthaler, geh auf den Markt, kauf dir eine Kuh, so was. Das geh auf den Markt darf man nämlich nicht vergessen. Uhuhu. Immer noch eine. Zack. Und zack, hier. Die Elsa. Haben wir jetzt eigentlich meinen Hund rausgebracht? Ja, ich glaube schon, ne? Yay! Denn die Zeit ist bei uns ran, wenn ich vor allem dieses Jahr noch wirklich das Treibhaus ausbauen möchte. Heiraten wird es ja wahrscheinlich nichts mehr, da müsste ich mich noch mehr mit den Leuten beschäftigen. Ja. Ich glaube, das Pferd wird doch zum Anfang des Winters groß, wenn ich mich recht entsinne. Also auf jeden Fall vor dem nächsten Pferderennen. So, Hund, da ist er. Er freut sich, dass er draußen ist. Yeah, der Hund ist draußen. Oh, Blümchen sind auch reif. Das ist feini, fein. Könnten wir hier noch mehr anbauen. Muss aber jetzt nicht sein. So, heute werden wir auf jeden Fall der Manna was zum Geburtstag schenken. Zusätzlich werden wir ja in die Mine mit dem Korb gehen. Da stellen wir uns den nämlich schon mal in die richtige Richtung. So, dann holen wir definitiv noch Blümchen aus dem Wald. Die Hühner werden wie immer versorgt. Komm, geh weg. Du bist doch bestimmt Kiki oder so. Zack. Macht für mich auch eigentlich, glaube ich, keinen Sinn, hier mehr als 5 Hühner zu brüten, denn das Verkaufen, naja, das ist eine Sache. Zack, 3, nee, aber wenn die ja kein Geld einbringen, außer wenn sie beim Fest gewonnen haben, das ist natürlich auch doof. So, 1, ja, das ist eine Futterbox. 2, 3, 4, oh, ich hatte doch eins zu viel. Ich hab's gewusst. Zack. So, was brauchen wir? Ich würde sagen, wir gucken heute mal, was noch es bringt. Also bringt, sag ich schon, wie viel es kostet. Wenn wir Gott den Stallausbau in Auftrag geben. Ach hier, komm, du kriegst auch noch ein Blümchen. Oh, danke dir. Wenn Popuri halt hier nicht rumdümpelt, kann ich ja nichts für. Wer nicht will, der hat schon. Ein Blümchen habe ich gepflückt von der Wiese. Na. Meine, würde schon sagen. Zack. Dich haben wir. Dann noch das grüne Gras und den Pilz. Mensch, das läuft doch wie geschmiert hier. Ich überlege gerade. Ich überlege. Gelblich. Ja, gut. Ein Pilz. Kraut. Blume. Eine Blume. Noch ein Pilz kommen und dann wieder ein Kraut. Jo. Brief?
nichts. Okay. Mann. Ich will doch nur mehr Geld. Wenn das ewige Holzhacken nicht immer wäre noch. Aber ich will auch keine Mithril-Axt jetzt schon machen. Wo ist sie denn? Mana, da bist du doch. Du hast heute Geburtstag. Kannst du kochen, Martin? Schön, dann werde ich dir beibringen, wie man Ohitashi-Gemüse macht. Was? Ohitashi. Du musst es dir gut merken. Wenn du ein Stück Papier hast, schreib es dir auf, damit du es nicht vergisst. Ich soll es aufschreiben? Nein, ich rede lieber. Also werde ich es dir erzählen. Bist du bereit? Also du kochst Spinat in einen Topf und dann würzt du ihn mit Sojasauce. Das ist leicht? Oh ja, du sagst, du kannst das dir merken, ohne das aufzuschreiben? Oh nein, ich meine damit nicht, dass ich dich für dumm erhalte. Ehrlich gesagt bin ich selber überrascht, wie schnell ich mit dem Erklären fertig war. Hier, nimm Wasser. Ist das für mich? Du bist ein so wunderbarer Mensch. Verglichen mit dir ist mein Mann ein... Ich sag dir, was passieren wird. Duke wird meinen Geburtstag total vergessen und spät aus der Schenke heimkommen. Morgen wird's ihm dann einfallen. Ups! Wird er sagen, gestern war Mannas Geburtstag? Aber schön, dass dann auch noch hier genau das Gesicht von Duke eingeblendet wird. Ja. Er wird zum Supermarkt rennen, obwohl der Donnerstag zu ist. Ja, aber morgen ist Montag. Und zu Jet sagen? Mach aus den Sachen im Laden ein Geschenk fertig. Und dann wird er mir das Geschenk überreichen, als hätte er seit gestern daran gearbeitet. Ja, ja. Und das Geschenk? Ich werde es zurückgeben. Er weiß ja schließlich nicht einmal, was drin ist. Also merkt er auch nicht, dass ich es zurückbringe. Okay. Na hallo, das ist doch Martin. Kaufst du einen Brust? Was von uns? Stimmt, ich könnte ja hier Wein und Traubensaft kaufen. Kann ich die Energie fürs Kochen nehmen? Ich glaube schon, ne? Okay. Aber wir haben ja jetzt erstmal was anderes vor. Ich würde sagen, ich gehe Holz hacken. Nochmal. Und dann gehen wir mit zu Gotts direkt mal quatschen, was er nun von einem Stallausbau hält, wie viel es kostet, was ich brauche an Rohstoffe. Ich habe mir das natürlich nicht aufgeschrieben. Ich muss natürlich noch heute gucken, ob es morgen regnet. Auch ganz vergessen. Aber erstmal Gotts. Gotts. So. Oder hat der Sonntag wieder nicht offen? Doch, hat er. Huh, Schwein gehabt. Komm, arbeite Sonntag, oder? Ha, ist das Martin? Entschuldige, war nicht so gemeint. Wie, war nicht so gemeint? Ich lebe tief in den Bergen ganz allein und da habe ich mir schon merkwürdige Dinge gesehen. Du siehst aus, als hättest du Angst. Na, das solltest du dich bald auf den Heimweg machen. Bitte was? Hallo, dank deiner Hilfe komme ich jetzt schnell voran mit meinem Forschung verarbeiten. Ich denke, wir sollten mit dieser Biene vorsichtig sein. Das ist ein Prachtexemplar. Ah, toll. Ich kann also nicht ausmachen, was ist das für ein Scheiß? Wenn ich auf dem Berg auf Patrouille bin, schaue ich immer beim Haus von Gotts vorbei. Das machen alle. Ja, schön, wenn das alle machen. Ich mach dich gleich alle Freundblase. So, ja, wieder Mittagspause, Feierabend alle. 1, 2, 3, 4, 5. Kleiner, so. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das wieder mal anstrengend. Wer ist es? Wer rennt hier wohin? Wegzoll. Wegzoll. Du da lang. Gott. Das gefällt mir jetzt schon wieder nicht. Der ist doch wieder weg. Ich hab's gewusst. Wo rennt denn der hin immer? Ich dachte, der wäre dann immer hier. Oh, Menno.
Och, Menno. Na gut. Dann gehen wir mal wieder noch schnell Trüffel ernten. Da hole ich jetzt extra den Korb für, weil die paar Trüffel und Weintrauben kriege ich noch so weg. Ja. Ja, komm schon, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, dann hoffen wir mal, dass wir das alles noch rechtzeitig schaffen mit Mine und allen drum und dran. Aber ich gehe davon aus, also, ja. So, und wenn wir mit der Mine fertig sind, muss ich nur noch einmal den Zaun reparieren. Zack, mache ich dann alles gleich in der Mine in den Korb. Haben wir mehr Zeit. Dann gucken wir nochmal nach dem Wetter. Und bleibt dann einfach draußen, wenn es sonnig ist. So. Ja, Traube, Traube, Trüffel. Kirsche, Kirsche, Bimmel. So. Oh, ah. Wäre ich jetzt fast ohne runtergegangen. Hihi. So, zack. Hier, weg damit. Ey. Hör auf, dir die kleinen Münzen einzustecken. Zack. Silber brauchen wir nicht. Wir brauchen noch mal ein paar Mal Mithril. Kupfer brauchen wir auch nicht. Oder brauche ich irgendwas für Kupfer noch? Ich habe doch eigentlich kupfermäßig alles ausgebaut, ne? Werkzeuge, Werkzeuge, Werkzeuge. Da haben wir sie doch. Ach, den Hammer hatte ich schon. So, ja, die Sichel könnten wir... Die Axt habe ich immer noch auf 300 nur? Echt? Habe ich so selten mit der Axt gehackt? Okay. Ach nee, weil ich den schon einmal ausgebaut habe, kann ich nur noch um 300% erhöhen, ne? Oder? Hm, was soll's. Ja, ja, komm, hier ist die Optik anstrengend, Freund Blase. Ab, runter mit dir. Lass mal so. Ja, steck wieder ein. Ja, Steine. Was zur Hölle? Ich will. Man sollte echt aufpassen, wo man hinläuft. Zack, zack. Ich habe ein paar Steine, Steine. Ich glaube, ein Stein bringt mir 2 Gold oder so. Ja, yeah, komm, hier ist überhaupt nichts anstrengend, Freundchen. Ja, weg mit dem Stein. Denke ich, war ich besser dran ohne Korb in der Mine. Was ist das für ein Scheiß? Nein, nicht ausleeren. Oh Gott. Zum Glück fallen die Dinger ja nicht raus. Weg mit dem Stein. Ja, von mir aus. Oh Gott, glaube ich 6 Mal noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, leck mich doch am Arsch. Gehe ich halt so nach Hause. Holzhacken ist halt das Problem. Wie viel habe ich eigentlich jetzt noch? Okay. Deep, 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 deep. Nee, 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 nee. So, Wetter. Sonne im Ring, das ist schon mal gut. Sonne ist immer gut, Digga.
Ja, ich weiß, auch wenn ich das Pferd rausbringen würde bei so einem tollen Wetter, hätte ich am Ende ein besseres Verhältnis zu ihm. Schwein gehabt. Gehen wir nochmal baden. Damit ich diese zwei Holzscheite hier noch hacken kann. Und dann heißt es auch schon wieder ins Bettchen, aber dann noch den nächsten Tag mitnehmen. Ich sehe ja schon, in 2 Tagen ist schon wieder was. Mondscheintag, okay. Muss ich da jemanden dazu fragen? Keine Ahnung. Zaun wird nochmal repariert. Ich will aber auch nicht die Hühner mal rausbringen. Das ist immer so eine Sache. Ja, ich weiß, ich klinge beinahe nicht. Alter, seid ihr immer noch nicht fertig? Was ist denn mit euch kaputt? Nun kommt aber mal hier zur Potte, Freunde. Oder klappt das hier mit 3 von euch nicht mehr? Na dann gucken wir mal. Und Apps 2, 3, 4. Jo. Ja, ich weiß, es ist anstrengend, ist mir aber wurscht. Hep 2, 3, 4. Sehr fein. So. Wie ihr wieder zu lahmarschig seid hier. Ne, da hast du. Ja. So, sonst sind jetzt alle Sachen gegossen, so wie es scheint. Schwein gehabt. Weil wir wollen ja schließlich zeitig ins Bett, also musste ich gießen. So. Hep, 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 hep. Ah, ich geh mal nochmal mit ihr schlafen. Bauchi. Bauchi, Bauch. Na dann, Freunde, ab ins Bettchen. Juhu. Was gibt's heute zum Frühstück? Na, na. Hund, okay, nein. Ein fettes Sandwich. Wetterbericht. Wieder Sonne. Ball spielen, nein. Den habe ich aber früher, glaube ich, auch immer draußen gelassen, den Ball. Und den Hund eigentlich immer draußen rumrennen lassen, glaube ich. So, wir haben Süßkartoffeln. Na ja, gut, werden wir Süßkartoffeln dann ernten. Melken aber erstmal. Wir melken dies, wir melken das. Das macht eine Menge Spaß. Zack. Ja, Elsa, alles ist gut. Die dicke Elsa. Na, oh, So, das heißt, ich habe gestern jetzt vergessen. Ja, habe ich. Na gut. Ist ja nicht schlimm. Zack. Zack. Dim, 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 dim. So, heute ist ja Montag. Das heißt, Gott müsste arbeiten. Die faule Sau. Niemand gibt mir eine faule Sau. Mach deinen Hühnerstall kaputt, den Kuhstall kaputt. Nicht wahr? Hier ist Spikey. So. Zack, 1, 2. Na, Acer. Zack, zack. Gießen, Freunde, gießen. Das geht schneller. Das haben wir schon mal schneller gesehen. Ja, komm. Schneller, schneller, schneller. Entleeren ging auch schon mal schneller. So, haben wir nichts mehr. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9. So, zack, stellen wir da hin. 1, 2. Und ja, ich weiß, einige von euch werden jetzt wieder sagen, oh, das hat sich ja voll gelohnt, der Korb. Ja, aber wirklich nur bei eigentlich so großen Feldern. Ansonsten, das, die Instrumente und Herren, wenn man sich das zeitlich einteilt, tut eigentlich nichts Sache. Aber ja, so hat man insgesamt, wenn man es so sieht, 38 Plätze frei zum Sammeln. Von daher, okay, ihr habt gewonnen. Aber mit dem Pferd kann man das später auch machen. Weil das Pferd hat sozusagen eine transportable Box, in dem man halt in die Seitentaschen was reinmacht, wenn es groß ist. Aber ja, bis dahin dauert das halt eine Weile. Zack. Zack, 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 zack. Ja, hier, gleich da rein. So. Voll, na super. So, mehr haben wir nicht. Und ausleeren. Vor allem, das ist halt doch doof, dass man nie wirklich sieht, dass der voll ist, oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Da hätten sie irgendwie noch eine Anzeige mit einbauen können. Aber naja. Oder bestimmt, wenn ich den Korb hochhebe, könnte ich sehen, wie viel drin ist. Also über die Infobox. Aber hm, was soll's. So, Geld. Was sagt das Geld? Wir haben 539 Holz. Auf 600 wollen wir vielleicht noch hochkommen. Ich will ja zu Gott, ich Idiot. Sollen wir bloß mein Haus ausbauen? Mein Stall, damit dann das Haus kommt. Denn, mal gucken, bis zum Ende des Herbstes vielleicht doch noch das Haus ausbauen. Das wird ziemlich knapp. Den Pferdestall, Pferdestall sage ich schon, den Kuhstall. Kein Problem. Da ist er ja. Zack. Zack. Und B-Dip fängt jetzt nicht ab 11.10 Uhr an zu arbeiten, aber dann gibt es eine Menge Ärger, Mister. Aber sowas von. Hallo, wie geht's? Die Scheine erweitern. Oh, ich krieg Geldscheine, ja. Die werden erweitert, das ist schön. Für die Erweiterung der Scheine benötigst du 6800 und 500 Stück Holz. Willst du es? Jep. Na klar, das ist ja nix, Mensch. Okay, morgen fangen wir mit der Arbeit. Ah. So, hier kommt, du kriegst ein Blümchen. Hohoho, ich danke dir so sehr. Gut, kein Rezept, brauchen wir nicht. Hast du ein Rezept für mich? Na oh Gott, ich will dir zeigen, wie man Apfelsinen macht. Weil du so ein netter Bursche bist. Es ist lecker, also probier's mal. Das Rezept ist simpel. Einfach Zucker und Äpfel in einem Topf zusammenkochen. Köstlich. Du kannst auch Honig und Wein dazugeben. Hört sich das nicht wunderbar an? Das musst du mal versuchen. Du wirst es lieben, wenn es dir gelingt. Okay. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich noch an Holz? 39. Ich würde mal sagen, Freunde, wir gehen heute noch definitiv in die Mine. Und zwar sehr zeitnah. Denn wir brauchen noch Mithril. Ja, doch, geht nicht anders. Ich würde jetzt eigentlich gerne schon hier die Scheite abhacken da, aber ganz ehrlich, mit der besten Axt geht's besser und schneller. Aber dadurch, dass wir nicht so viel Zeit mehr haben, wir müssen ja bis 13 Uhr, glaube ich, oder so in der Dreh. Ich weiß, ich habe auch noch was in meinem Schrank, also in meinem komischen Regal da was, aber das möchte ich jetzt nicht nutzen. Oh Mann, die Folge ist ja schon wieder ein bisschen länger.
Sehe ich gerade. Aber das kriegen wir trotzdem noch hin. Ja, ja, komm. Hab nicht ewig Zeit. Weil morgen können wir nämlich nichts in Auftrag geben. Dank des ollen Festes. Zack. Je, keine Steine. Hör auf, dir Kleingeld einzustecken. Hör auf, dir Kleingeld einzustecken. Hör auf, dir Kleingeld einzustecken. Geht doch. Wobei es dann natürlich auch gut wäre, nochmal ein Goldwerkzeug mitzunehmen. Also ein Goldklubben. Keine Steine. Genau, wo sind die Dinge? Hör auf, dir Geld einzustecken. Na gut, selber kann man mitnehmen. Nur Menno, was ist denn hier los? Ist denn das die Möglichkeit? Nee, Kupfer brauchen wir nicht. Zack, zack, zack. Hallo? Ist denn das die Möglichkeit? Geht doch. Ich will doch nur schnell nach unten. So, zack, 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 zack. Nein, keine Steine. Ja. Nein. Nein, keine Steine. Kein Kupfer. Hallo, hallo. Silber. Ja, gut, nehmen wir ein zweites mit. Zack, 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 zack. Ja, schon mal einmal Gold. Das ist schon mal sehr fein. Jetzt brauchen wir noch einmal Mithril. Zack, 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 zack. Hallo? Gibt's hier irgendwie ein Muster? Wird mal Zeit. Nein. Nein, ach, oh, was haben wir gesteckt? Okay. Ich überlege gerade noch, ob es hier eigentlich einen Grund gab von der Mine. Oder ob das erst in der anderen Mine der Fall war, die im Winter betretbar ist. Ich weiß es nicht. Hör auf, die Geld einzustecken. Gibt's nicht. Nein, kein Silber. Ja. Meine Fresse. Ja, das schlaucht ganz schön, ich weiß. Nein. Nein. Ja, mit dem Korb hätte ich das alles jetzt mitnehmen können, aber nein. Nein, nein, nein. Da noch. Mann, ich brauche Mithril. Nein, kein Silber, brauche ich nicht. Wie oft denn noch? Nein, kein Stein, brauche ich nicht. Wie oft denn noch? Nein, kein Silber, brauche ich nicht. Wie oft denn noch? Ja. Es geht aber runter. Ja, endlich. Danke. Werkzeug-Action. Hallo Hund, tschüss Hund. Ich streichel dich nicht, Hund, hab dich nicht lieb, Hund. Bist böse, Hund. Und zack. Miep, miep, miep. Huh, Schwein gehabt. So, Monsieur hat offen. Also, einmal. Als, nein. Ja. Und so. Mal gucken, ob das geht. Ja, nach das ist Martin von der Nobody Farm. Was kann ich heute für dich tun? Werkzeug aufbessern lassen. Boah, das kostet so voll. Oh, ich glaube, das ist gut. Immerhin damit. Ja. Dann ist es genau mit mir Scheine fertig. Ja, wenn du jetzt gehen würdest, ich werde mit der Arbeit beginnen. Natürlich, du und Arbeit, Freund Blase. Das hab's aber selbst nicht. So, dann können wir jetzt noch ein paar Pilze sammeln. Holzhacken geht ja nicht mehr. Ich kann kein Holz mehr hacken. Aber die Zwerge, die könnten ja auch mal hier ein bisschen mal auf Zack sein mit dem Gießen. Was ist denn hier los heute? Mann, 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 nein, ich streichel dich heute nicht, Hund.
Aber 5000 pro Werkzeug, meine Fresse. Und eine Mayonnaise-Maschine kostet schon 20.000. Warte mal, kriege ich eine Schere zum Schafe scheren? Kriege ich die, denke ich, kostenlos? Ne, kriege ich, glaube ich, nicht kostenlos dazu. Warum kriege ich sowas nicht kostenlos? Warum friert der See nicht zu? Ist doch bestimmt schon kalt. Scheiß auf die globale Erwärmung, haben wir nicht. Hier ist kalt. So. Da ist die Kleine. Und da ist der Alte. Komm grad wieder nicht drauf. Wie sie alle heißen. Hier kriegst du eine Weintraube. Ja, oh, ich danke dir. Hier, Kindermücken doch Süßes. Danke dir. Will ich dir auch geraten haben, dass du dich bedankst und einen Satz warme Ohren gegeben. Nein, wir schlagen keine Kinder. Oh, habe ich hier alles schon eingesammelt gehabt? Okay. Ein Kaninchen, das bringe ich auf die Farm mit. Ich will ein Kaninchen, danke. Tschüss, Kaninchen. Komm, ich habe ein Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Die Möhrchen, die Möhrchen. Yeah, ich habe ein Kaninchen mit. Ich züchte jetzt Kaninchen, Kaninchen, lalala, Kaninchen. Ihr Hund, pass aufs Kaninchen auf. So, bringen wir das hier noch weg, was wir geerntet haben. Zack. Ich stehe da wieder nicht richtig. Oh, da war ja doch schon gegossen. Hihi. Das war doof. Hier brauchen wir nur zweimal. Zack. Ich nehme jetzt das mit. Kennen wir alle schon, Freund Basel. Hast du mal einen anderen Spruchlager? Meine Fresse, nee. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Gut, er kippt nicht um. Das ist immer schon mal gut. So, hier brauche ich nicht ganz so viel. 1, 2, 3. 2 hätten gereicht. Ja, ich würde jetzt gerne nichts mehr drücken wollen. Hier, gießt mal bitte die Sachen noch zu Ende. Gießt, gießt, gießt. Gießen. Gießen. Ey, du läufst doch gerade davor. Wir müssen doch nicht zu zweit in die Pflanze gießen und da die letzte noch. Ach, Gott sei Dank. So, Hund, komm her, Hund. Schwein gehabt. Na dann, Freunde. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ihr kennt ja ansonsten mein Anliegen. Einfach Däumchen oder etwas in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder beim Harvest Moon Back to Nature. Let's play. Ja, komm. Let's play. Und dann haben wir den Mondscheintag als Fest. Und natürlich noch irgendeinen Geburtstag. Mal gucken. Wir werden ja wieder 2 Tage danach spielen. Ich bedanke mich und sage ansonsten noch ciao, ciao.